Ja, in diesem Jahr, in 2019, besteht nun die Bürgerschützengesellschaft 351 Jahre. Und auch hier in diesem Jahr, in dem das große Schützenfest gefeiert wird und hier das Königsschießen statt des der Bürgerschützen Olsminden. Ja, 1668. Jetzt sind wir dabei. Die ersten Schützenbrüder sind schon auf der Schießbahn und geben ihr Bestes. Wir haben extra auch den Zirkus geholt, damit wir nachher mit dem Elefant durch die Stadt reiten können. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist eine rege Beteiligung heute beim Vereinsmeisterschießen. Wir hoffen natürlich, der Beste wird gewinnen. Tja, Herr General. Ja, Herr Wackernagel, vielen Dank, dass Sie sich hier wieder dem annehmen und das alles dokumentieren. Wir wünschen allen Schützenbrüdern viel Erfolg und einen dreifachen Gut. Tschüss und tschüss und tschüss! Mit dem Pokal der Vereinsmeister 1, Pokalsieger Christoph Pinkel-Pieper. Dankeschön. 28 Ring, Carsten Nickel. Sehr gut, ne? Es hat nur 5 Minuten.